Ja, herzlich willkommen wieder zu ETS Multiplayer 2. Diesmal sind wir mitten in der Nacht. Neben mir steht der Starwing. Hi Leute! Und bei Sunbuilders steht der Bloody. Ja, nicht ganz bei Sunbuilders, denn ich bin schon Richtung Autobahn unterwegs. Ja, kommt auf eine welche Autobahn. Ja, ich fahre hier gerade bei NBFC. Kommen gleich vorbei, also müsstet ihr, wenn ihr rausfahrt, rechts oder links fahren. Ja. Ja, okay, dann fahren wir mal los. Und ich warte mal hier vorne auf euch. Ja, wir hatten eigentlich versucht, selben Frachten wieder zu kriegen. Nur war dann auf einmal eine Fracht von mir weg. Dann war die Fracht vom Daddy über 90% beschädigt. Dann lohnt sich das nicht. Für ihn. Und es geht nach. Wer will's verraten? Hannover. 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 Hab's doch schon dreimal gesagt. So, Jungs, ich warte auf euch. Ihr habt übrigens grün. Ich krieg die Kurve nicht. Also in 6 Minuten müssten die Ampeln dann ausgehen. Theoretisch ja, ne? Wir stehen hier gerade am Himmel, mal gucken, die Warnblinker an. Wenn er sagt, Warnblinker an, ist eigentlich, ich habe keine Rundumleuchte. Da ist er ja. Da steht der Gräfel und rührt sich nicht. Nö, nö. Okay. Schuhcreme. Dass die Schuhcreme jedes Mal mitfährt, ey, Wahnsinn. Ja. Welche Schuhcreme ist noch mit dabei? Schwarze. Schwarze, keine braune. Wahnsinn, und dein LKW, der backt schon wieder in den Boden rein. Ist ja Wahnsinn. Jetzt steht er wieder. Meiner. Deiner. Warum backt sich meiner immer in den Boden rein, ey? Echt? Weiß ich nicht. Die zwei Jungs hier fahren nämlich Dynamit. Wir hatten eigentlich alle drei Dynamit. Das ist Ampel aus. Und, ich fahr kein Dynamit. Was, kein Dynamit? Weil mein Dynamit war weg. Zwei explosive Stoffe. Dasselbe, oder? Ja. So, und ich fahr mal hinterher. Oi. Ist nicht ganz dasselbe. So, jetzt habe ich das Licht an. Und bei mir im Auto ist zwar alles dunkel, aber bis auf meine Anzeigen. Oh, passt schon. Ja, wenn du hier ein bisschen unter der Laterne fährst, wird's wieder hell. Genau. Ja, und wie ihr vielleicht mitkriegt, ist das die erste Nachtfahrt, die wir haben. Genau. Weil sonst haben wir das Glück gehabt, am Tag zu fahren. Was für mich persönlich, ich halt besser finde. Weil ich in der Nacht noch viel, viel langsamer bin als am Tag. Dadurch, dass ich Licht an habe und... Was? Der Player RPG Asshole permanent gebannt. Nö. Wegen Change Name bla bla bla. Warum? Change Play bla bla bla. Warum? Ihr könnt ja anhalten, das sehe ich hier an der Stelle. Könnt ihr euch das mal kurz durchlesen? Da wisst ihr es auch, warum. Weil wird ein bisschen schwer hier. Mit nur einer Kurve einen Chat zu lesen. Beziehungsweise einen Chat zu öffnen und zu lesen. Boah, komm schon. Bin nach oben. Noch nicht du. Er ist eigentlich ganz hinten. Ich Bloody. Der Bloody schieben. Ne, da kann man aber mal sehen, was das für Unterschiede sind zwischen den LKWs, du. Ja, und in der letzten Folge habt ihr gesehen, dass ich meinen LKW ein bisschen aufgerüstet hab. Ja, währenddessen ich natürlich durch die Gande gegeistert bin, nur weil ich die Einfahrt verpasst hab. Und dann hast du noch zusätzlich nichts von der Fracht gehabt. Und das noch außerdem noch, ne? Naja, kann passieren. Du warst im Endeffekt eigentlich gar nicht dran schuld.
Nee, aber trotzdem, es ist ärgerlich, weißt du? Es gibt halt manchmal Multiplayer, dass irgendwie dann der Auflieger, der geholt werden soll, irgendwo im Boden rumpackt und da kriegst du permanent extrem Schaden. Da muss man sich halt zur Werkstatt zurück teleportieren, damit man den Auflieger dann in den Tarn hat, weil man ja nicht dranhängen kann. Genau. Ist so. Halt manchmal ein bisschen buggy, das alles. Herrlich, es ist dunkel. Magdeburg, Hannover, Kassel. Es ist dunkel, es regnet und gewittert auch noch. Ist das nicht schön? Ich hab alles mit ihm heute. Glückwunsch. Mich überholt gerade einer. Magdeburg, Hannover, Kassel, A7 war das, glaube ich. Oh, da tut's aber zwischen uns reindrängeln hier. Der Blöde. Starving, ja, Achtung. Ja, weil irgendwer blinkt da gerade hinter mir rum. Sag mal, kannst du nicht fahren, du Schuhcreme-Fahrer? Hast du nicht gesehen, mir? Ja, ich bin hier, dir. Behindert Starving müsste weißer sein. Ja, das habe ich schon. Wanner Kut. Hier steht. Nee, steht doch nicht. Jetzt dachte ich, hier steht einer rum. Weil sind es nur die Baumarken, die hier rumblinken. So. Achtung, der überholt dich. Ja, soll er. Soll ja auf seiner Spur bleiben. Weil sonst wäre ich zum Gräbe. Darwin weiß, was das heißt, wenn ich zum Gräbe werde. Fängt er an zu schubsen. Der dann mach ich als Schlenker, der dich so geärgert hat. Der letzte, der dich so geärgert hat, der hat ja dann die Leitplanke ja dann von oben betrachten dürfen. Genau. So, ich tuckel hier mit einer 41 über der Autobahn. Ja, das liegt daran, weil ich 80 fahre. Die angeblichen 80. In meinem Video kann das ja sehen, das ist ja so. Ich glaub dir, dass du 80 fährst. Ich muss dein Video nicht einsehen, um nur zu überprüfen, dass du 80 fährst. Weißt du das bei dir, dass du Multiplayer-Diesing so hoch ist? Ja, ich hab auch keine Ahnung, wieso. Bei meinem MS-Zahl ist im grünen Bereich. Apropos Tommy, könnten wir da an die Tanke fahren? Ja, ich brauche Sprit. Gut, danke dir. Auch wenn ich noch 900 Kilometer kommen würde. Nee, bei mir macht er schon eine Alarmmeldung. Oh, ich habe Durst. Schmeißt, sagt er hier. Mein LKW. Stelle ich mich, ziemlich rechts, da kannst du dich neben mich stellen. Können wir nämlich gleichzeitig tanken. Geht das? Ja. Ich bin noch ein bisschen zu weit rechts jetzt. So, jetzt geht's. Motor aus. Ist ja geil. 1,46. Das gucke ich mir erstmal von vorne an hier. Herrlich, wie das funktioniert. Ne? Sieht doch gut aus. Er schluckt, 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 schluckt. Und schluckt. Ich kann mir auf. So, wie viel hast du jetzt getankt? 554 Liter. 943. Darf schmeckt aber viel, du. 1378 Euro. Ich habe ja einen großen Tank. Überleg dir mal, ich hab wo ihr zwei oder dreimal getankt habt, hab ich nicht einmal getankt. Ne. Hier, wie sieht's aus? Können wir weitermachen? Ja, jetzt komme ich wenigstens 2800 Kilometer weiter. Ja, 1700 Kilometer komme ich noch. Ist mal, dann müsste ich sogar noch zwischendurch nochmal tanken gehen. Komm nur 1215 mit meinem jetzigen Sprit. Ich komme doppelt so weit wie ihr. Somit bin ich nur noch bei 3048 Euro. Wahnsinn.
So, und das wird erstmal vorerst die letzte Tour für mich heute sein. Warum steht er jetzt da, wenn da hinten gerade Parkplatz war? Ja, keine Ahnung. Genau. Da steht er noch. Ja, eigentlich ist das für heute eigentlich eh die letzte Tour, die wir fahren. Ja. Wenn wir dann noch was vorhaben. Aber das könnte ja dann. Darwin, du nimmst ja dann das auf. Ich nehme das dann auf, ja. Genau, da können sie das nämlich dann bei dir gucken. Der Link ist in der Beschreibung. Und da guckt einfach mal bei Trickmania. Ja, dann erzähle ich mal kurz was darüber, wenn wir es ja schon angesprochen haben. Ich veranstalte eine Art Fundraise. Dabei sind momentan ausgewählte Leute. Ich habe das auch nicht groß publik gemacht, weil ich noch in der Testphase bin mit den Regeln, System und Pipapo und Tralala. Allerdings nehme ich das auf, das läuft bei mir auf meinem Kanal. Tommy gibt ja den Link hier rein. Ja, dein Link ist auch immer da dran bei mir. In der Videobeschreibung. Ja, wenn du in der Aufnahme dabei bist. Und vielleicht klappt's ja, dass Bloody mitfährt. Vielleicht auch nicht. Er wäre auf jeden Fall Gastfahrer bei mir. Vielleicht macht er auch die Saison ja dann auch gleich mit. Wer weiß. Auf jeden Fall. Das war ein bisschen schnell. Freue ich mich auf jeden Fall auf die Begegnung nachher mit den Jungs. Tommy weiß ich ganz genau, er fährt auf jeden Fall mit. Genau. Da bin ich schon gespannt, wie der sich in seiner ersten Funrace-Saison schlägt. Die letzte Funrace-Saison war ja ziemlich kurz, weil da so ein paar Sachen passiert sind mit meinem Rechner und dann war der Server nicht da und ja. Dieses Mal geht es um 14 bzw. 16 Runden, 16 Runden sag ich schon, 16 Strecken. Verteilt auf das ganze Jahr, mehr oder weniger. Also 16 Wochen. Und manchmal werden Wochenenden dazwischen sein, wo wir nicht fahren, wegen persönlichen Gründen, wegen Formel 1 und hier und da. Einfach nur um, also wir haben da unseren Spaß. Würde mich freuen, wenn ihr da einschaltet oder wenn ihr zumindest da reinklickt. Einschalten ist es ja nicht, es ist ja rein. Ja, linke Spur vorn. Mittelspur, oder? Ja. Ja. Und, ja. Ich bin auf jeden Fall schon auf nachher gespannt, denn das wird garantiert sehr interessant. Genau, von mir auch, ja. App ist doch nicht. Schaltet mal dann mit ein beim Starwing. Die Links, wie gesagt, sind ja in der Beschreibung drin. Und ob ich dabei bin oder nicht, das wird sich noch rausstellen. Und wenn ja, ist es eventuell eine Überraschung für andere. Und wenn nicht, ist es ohne Überraschung. Danke, Tommy. Danke, Platti, für die Schleichwerbung. Ja, okay, die Schleichwerbung. Also, ja, ja. Wenn es Schleichwerbung wäre, müsste ich jetzt 5 km/h fahren. Und das nochmal erzählen. Was müsstest du da? 5 km/h fahren? Ne? Und nochmal erzählen. Dann ist es Schleichwerbung. Also, was so, eine Auswerbung? Wir müssen eigentlich wieder auf die Mittelspur, denke ich mal. Dann gleich. Ja, das ist jetzt Hannover. Da wird sich das da vorne dann gabeln. Weil manchmal hat man das Glück, dass man einfach geradeaus weiter kann. Ja, nicht immer. Keine Ahnung, was die so da drüben gerade veranstalten. Ja, ist doch dem gerade voll drauf gefahren, oder? Ja, irgendwie schon. Mindestens ist da der ziemlich nah dran. Die knutschen sich aber ziemlich dicht, oder? Ja, eben. Aber vielleicht warten sie auf irgendwelche anderen Leute. Keine Ahnung. Ja, wie ist. Oder die Bremsen waren defekt. Ja, so wie bei dir, Point, oder wie? Ja, bei mir waren sie eingerüstet. Oder eingefroren. Das ist so, wenn du halt so lange stehst, ne? Ich geb Gas und geb Gas und geb Gas und weiß nicht, warum der kein Gas gibt. Tja, und wenn ihr wissen wollt, ob die LKWs denn noch alle so, ob denn auch wirklich die Kilometer fahren, die wir denn hier so fahren, und denn nicht doch mal zwischendrin eine andere Tour fahren, der braucht da einfach nur mal bei uns
beim Tommy, bei mir auf die Gesamtkilometeranzahl gucken, die der LKW schon runter hat. Genau. Von Anfang an des Videos bis zum Ende der Videos, also mindestens bis zum jetzigen Stand eventuell. Und der wird sehen, wir fahren keine Touren zwischendrin. Es wird sein, dass Bloody offscreen, also offline, oder er nimmt die Strecke danach auf, dass er da mal eine Tour allein fährt, damit er halt auf den Levelstand von uns kommt. Nun genau. Das wird eventuell sogar in einem Livestream passieren, also ich werde die eine Tour werde ich auf Livestream machen. Wer Lust hat, mich einzuschalten, der kann auf meinem Kanal gehen und dort ist dann der Twitch Link drinne, nur in der Hand des Videos, wann es rauskommt, werdet ihr den Livestream eben nicht sehen. Fällt mir gerade mal so ein. Ja, die können dir ja Follower geben und dann sehen sie ja, wann du Livestreamst. Genau, also Livestreams wird es, denke ich mal, schon ein bisschen mehr geben. Oder du machst eine kleine Ankündigung. Ja, schauen wir mal. Also kann er gerne mal bei mir vorbeigucken auf dem Twitch-Kanal und... Was ist denn hier los? Ach, die fahren auch alle Beton. Nee, nicht alle, der eine hatte keinen Beton. Okay. Ich hab mich schon gewundert, wer mich da überholt, dabei war es traurig. Den ich da gerade mal die Tube gegeben hab. Dass wir so reinziehen konnten. Den hab ich gerade gar nicht gesehen. Nee, du hast ihn nicht gesehen. Hab ich nicht gesehen. Da will noch einer an mir vorbei. Ja, bleib auf deiner Spur! Siehst du meine Lichtstube voll? Nee, aber bleib auf deiner Spur, ja. Nee, aber bleib auf deiner Spur, okay. Danke für die Antwort. So. Kannst du mir mal Lichtstube geben, wenn ich vorbei bin? Es ist ein Büffel rein gerade. Bleib auf der Mittelspur, da kannst du gerade mich überholen. Ach nee, warte, da vorne kommt die Abfahrt. Habt ihr Lichtstube gegeben? Ja, ich hab sie gesehen. Ein ganz kurzer Blitz. Ich bin geblendet. Oh, ganz, jetzt komm. Ich kann Liste. Ja so fahren. Geht das hier bergauf oder was? Ja. Es ist dunkel, ich sehe es nicht. Ich fahr gerade mit Fernlicht. Oh, die beiden davon scheint es nicht zu stören. Das ist ein bisschen schade. Nö. Da kommt noch einer. Und vorbeifährt hier. Der hat echt eine kaputte Hube da vorne. Ja, ne? Wieso? Ne, es hört sich an. Der fährt nur. Kommt doch immer. Ach, hör auf, du. Herrlich. Hier ist mal was los. Hallo. Da ist doch kein Wunder. Achtung, ich stehe. Nö, bei mir nicht. Ne, jetzt freu dich wieder. Ja, übrigens, bei mir habe ich die automatische Bremsluftsystem ausgeschalten. Also, wieder auf Automatik geschalten. Das ging mir nämlich so auf den Zünder. Ich muss meistens immer mal so viel abbremsen, gerade wenn ich den Jungs hinterher fahre. Oder in der Schatzrinne. Platin, das ist eine kurze Frage. Musst du hier eigentlich auch hin? Ich muss gerade alles durch, ne? Gut, weil ich muss jetzt hier auf den Steinbruch drauf. Ne, zum Steinbruch. Ich muss da vorne in die Stadt da vorne. Oder ist es Steinbruch? Nee, Steinbruch. Ich habe ja also einen Zement drauf. Jo. Ja. Na, ich habe ja doch einen Vorratstank. Hm. Oh, hier geht's wieder bergauf, kann das sein? Ein bisschen. Das war jetzt Gedankenvertragung, ne? Ich will einen neuen Motor haben. Sag mal, wie viel fahrt ihr jetzt da vorne? 30, 40. Weil ich war gerade 50 und komme immer näher. Also bei mir war es nicht so extrem. Oh, es ist Nacht. Es ist dunkel, obwohl ich noch 9 Stunden fahren kann. Mann. Da kann man auch gleich mal auf 30 umschalten hier. Ja, damit man nicht zu schnell in den Steinbruch reinfahren.
Wieso, tust du deinen Retarder manuell einschalten, oder was? Nee, der Retarder ist mir automatisch. Voll automatisch. Das heißt, wenn ich meinen Tempomat auf 30 einstelle und der über 30 geht, dann bremst er bei mir automatisch durch den Retarder. Du musst halt ein Tempomat einschalten mit D. Was mit? C wie Cäsar. C wie Cäsar. Wenn du auf 30 km/h bist, drückst du C. Und dann musst du mal I hier in dein Ding schalten, dass du da auf die komischen 0,0 kommst. Und da siehst du dann, ob dein Tempomat eingeschaltet ist oder nicht. Nee, ist eben nicht. Den kannst du halt nur ab 30 km/h kannst du den nur einschalten. Ach so. Also musst mindestens 30 fahren, den einschalten zu können. Ja. Ich hab immer noch meine Scheibenwischer an der Busch und unten regnet, ey. Ja, den Staub wegwischen. So. Von hier. Ja, den Starving hinterlässt ja, ne? Genau. Weil hinter mir bist du ja nicht. Sonst wär's mein Staub. Und jetzt weißt du auch, warum wir bei der Einsteinbruch-Ablieferung so weit ausgeschert sind. Wo du die Leerfahrt hattest. Habe ich es nicht ganz getroffen. Achtung hinter mir. Ja, kannst, was. Ich war vor auf den Rastparkplatz. Ja, welcher Rastparkplatz? Ich war da auch da vorne hin. Und nach oben zu denen fährst du. Ja. Okay. So. Abgeben und kriege ich dieses Mal Geld? Ausgezeichnet, ich krieg diesmal sogar Geld. Oh, Wahnsinn, ey. Und ein paar Erfahrungspunkte, mir fällt immer noch ein Stück bis Level 5. So, lass mal Tommy mal Platz machen hier. Der ist doch voll mit drin. Ausgezeichnet. Das sind 446 Euro. Noch 400 Punkte. Und ich habe Level 6 erreicht. Gibt's noch sowas? Ne, ich werde mal eine Tour alleine machen und dann gucken wir mal. Ist der Wink? Ja, ist der Wink, so schön. Bloody, du bist schon recht lang, oder? Ja. Gut. Da vorne stehen sie ja schon. So. Sehen wir da voll in mein Auto gefahren. Voll in mein Auto gefahren. Reingedrückt. Bumm. Und 1% Schock. Wenn ich das Haus erwischt habe. Gut, nichtsdestotrotz war es das hier auch wieder mal gewesen für die nächste Tour. Und ich grüße alle, ich grüße die Biene, ich grüße alle Fans, alle neuen Zuschauer und so weiter und so fort. Ich wünsche euch dann viel Spaß in Trackmania Video von Starving. Ja, Tommy, hast du noch irgendwas? Ja, die Biene grüße ich halt. Wie immer. Starving brauche ich ja nicht wissen, der ist ja hier mit dabei. Aber alle, die gegrüßt werden wollen, die nicht gegrüßt werden wollen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann nicht. Falls nicht, lasst bitte einen Kommentar da, dass wir genau wissen, was euch daran gestört hat und was nicht. Dass wir es dann eventuell versuchen zu verändern. Natürlich nehmen wir keine Rücksicht. Nein, wir können keine Veränderung auf die anderen Player einwirken, weil die fahren, wie sie fahren. Manche idiotisch, manche gut, manche einfach nur
ihr einfach nicht Multiplayer spielen hätten sollen. Egal. Ich wünsche euch auf jeden Fall alle gar einen wunderschönen guten Tag noch. Hoffentlich guckt ihr nachher dann noch die Trackmania-Sache bei mir. Erste Rennen in ja, der neuen wieso Saison. Nachher? Kommt drauf an, wann es freischaltet. Ja, es kommt drauf an. Logischerweise. Weil also das Video kommt ja auch nächste Woche raus. Jo. In dem Sinne sage ich schon mal auf Wiedersehen, weil ich muss noch alles vorbereiten. Bis dann. Ciao. Jo, und wir sagen einmal ciao. Jo, tschüss. Und bis zum